Hallo und schönen guten Abend, meine lieben Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer neuen Episode unserer Talentshow DSDC. Lassen Sie uns beginnen. Unser erster Teilnehmer, Kusai, mit einem Rap. Yo, wie heißt du denn? Ich bin Kusai. Und was machst du heute für uns? Ich rappe. Aha, dann würde ich mal sagen, fang bitte an. هاي قصة شعب لا يقبل يوم الرضوخ شعب الجبارين أطفالا حتى الشيوخ تتزايد الفواجع لكن احنا صامتين في وجوه الغاشمين عذرا لا سوريا عذرا فلسطين العرب مشغولين في المصاري واللذات عذرا يا أقصانا الحكام في سبات النخوة ماتت فينا استبدلوها بالشهوات استبدلوها بالشهوات Ja, danke schön erstmal. Jetzt hören wir uns einmal an, was die Jury dazu sagt. Ja, also ich fand das richtig schön, wie du das gemacht hast. Also Rappen ist ja so gar nicht meine Sache, bin ich mal ganz ehrlich zu dir. Aber das habe ich halt echt, ich fand das wirklich schön. Danke. Ich muss leider sagen, dass ich kein Fan vom Rappen selbst bin als Kunstform. Ich finde das selbst nicht so schön. Aber mich würde mal interessieren, worüber du eigentlich gerappt hast. Über meine Heimat. Aha, und wo ist die? Palästina. Hm, das ist ja doch schön. Das ist ganz schön cool, Bruder. Ich stimme zu, ja? Danke. Ja, dann viel Glück und du bist weiter. Unser nächster Teilnehmer ist Liana. Ein wunderschönes Mädchen. Sie singt. Hallo. Oh, hallo, Schnucki Maus. Ja, wer bist du denn? Ich heiße Liana. Und was machst du heute für uns? Ich singe. Dann fang mal bitte an. Everybody gives you advice, yeah. On how to live your life, how to live your life. Don't you know that life is full of surprises? You better realize, better realize. Nobody knows, nobody knows what's in your soul and how your heart works. Nobody knows, nobody. Also ich finde wirklich, das hast du richtig toll gemacht, ne? Also dieses Lied, das berührt mich ja wirklich schon immer. Und du hast das wirklich nochmal zu einem ganz neuen Glanz gebracht. Ich finde das einfach wundervoll. Danke. Ich kann nur sagen, ich bin begeistert, wie du auf die Bühne gegangen bist, aus dir rausgekommen bist, einfach gezeigt hast, was du kannst. Das ist für mich wahre Coolness. Danke. Nee, Bruder, das ist einfach nicht cool. Ich kann besser singen. Du? Du kannst auch gar nicht singen. Danke. Tschüss. Lassen wir uns mal Liana interviewen. Bist du mit deinem Auftritt zufrieden? Ja, schon. Und deine Freunde sind bestimmt stolz auf dich, oder? Ja, ich hab nicht so viele Freunde. Ganz ehrlich, guck dich mal an. Natürlich hast du keine Freunde. Du bist mega uncool, Mädchen. Lassen Sie uns unseren nächsten Teilnehmer willkommen heißen. Mona. Yo, was geht ab? Ja, hallo, wer bist du denn? Ich bin Mona. Und was machst du heute für uns? Ich werde euch jetzt zeigen, dass ich die Allercoolste bin. Ich kann die ganze Flasche Wodka auf einmal exen, ohne zu kotzen. Ich wette, das könnt ihr nicht. Ja, dann fang mal bitte an. Stopp! Können wir das kurz unterbrechen hier? Wir haben nämlich schon einen Gewinner. Der Gewinner steht jetzt fest, meines Erachtens. Was soll das denn jetzt? Ich will anfangen? Ja, hier wird jetzt abgebrochen. Hier ist alles finito. Der Gewinner steht schon fest. Tschüss, fickt euch alle. Ich habe jetzt die große Ehre, den Gewinner von DSDC zu verkünden. Ich möchte jetzt gar nicht drum herum reden. Der diesjährige Gewinner von DSDC und damit der Allercoolste ist... Liana! Komm her! Möchtest du was sagen? Dankeschön. Ich glaube, sie ist noch ein bisschen aus dem Häuschen. Wir werden bestimmt noch häufiger von dir hören in nächster Zeit. Mit dieser Stimme steht dir eine ganz große Zukunft bevor. Du wirst einiges rocken können. Du bist auf jeden Fall total cool. Bis zum nächsten Jahr bei DSDC, meine lieben Zuschauer.